Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Barton Kaitos, die Schwingen der Ewigkeit und der verlorene Ozean. Ja, wir sind immer noch hier in den kleinen Malstrom. Wie komme ich mal auf Malstrom? Es ist der Himmelsstrom. Wir haben ein neues Teammitglied und zwar Guy Barry. Und wir sollten mal gucken, dass wir mal wieder heilen. So. Und müssen herausfinden, was die Ursachen hier sind. Dann gehen wir mal hier einen ab. Um den letzten Schichtkap ab, gehen wir nochmal Guy Barry. So, dann wird er voll. Gut. Hier sind wir jetzt endlich wieder dran vorbei. Magnus-Karte haben wir da unten bekommen. Wir haben Lüth. Den Botschafter haben wir noch getroffen. Also ein Mitglied der des Imperiums. Guck mal, jetzt kriegen wir Heilung. Ich will mich doch verarschen, ey. ja, aber der tut nichts. Der weiß gar nicht, dass wir auf der Flucht sind. Dann sind wir halt mit den Flieger nach dir, dem der Land der Wolken geflogen, auf den Wal. Dann sind wir in Nashira, der kleinen Fischer, im kleinen Fischerdorf gelandet. Und natürlich, ich kann mehr als eine Dunkelklinge nicht spielen. Ja, 4, 4 und dann 5 mit Rachenhieb. Das ist doch sehr geil. Was kann man noch so erzählen, ne? Endeffekt war es das eigentlich. Wir haben eine Geschichte über Malpeshi gehört. Was? Sparbuch? Dank eines genügsamen Lebens konntest du genau Buch führen? Gut, es war nicht leicht, sich nicht zu gönnen und fast nicht zu essen, aber dafür fühlt es sich doch schön an, ein dickes Bankkonto zu haben, oder? Beim Angriff kein Effekt. Wofür kriege ich Karten, die keinen Effekt haben? Egal. Jetzt müssen wir herausfinden, was hier los ist. What the hell is that? No wonder the river's overflowing. There's something moving in there. Irgendwie habe ich schon geahnt, dass da irgendwie wieder was kommt. Okay, dann fangen wir mal an mit ein Lichtwal. Ne? Das ist doch das Beste. So, das ist ein Wasserdonnervieh. Okay, ich kann nichts. Gifttropfen. Okay, er kann vergiften. Das ist ja schon mal nice. Und jetzt hauen wir Wasser auf Wasser. Jetzt haben wir nichts gegen Gift, ne? Mhm, war ja klar. So, ne, holen wir ein paar Bonus. Also die einen haben nur Abwehrkarten und er hat nur Angriffskarten. Ja, was sollen wir machen? Wir können... No, da kommt wieder eine Abwehrkarte. Wir können gerade nichts machen. Natürlich. Natürlich. Geh auf Gibberry. Gibberry tut ja auch jeden weh. Irgendwie haben die Monster was gegen Gibberry, habe ich das Gefühl. Die mögen Gibberry einfach nicht. Angreifen. Ja. Mehr können wir nicht tun. Fürs Erste. Sie kann immer noch nichts tun. Meine Güte. So. Oh, Gift getroffen. Jetzt vergiftet er uns alle. Na, super toll. Angriff und blauer Orkan. Mehr können wir nichts machen.
Na egal, aber ich will ein Foto noch von ihm haben, weil der ist einzigartig, also... Ich wollte schon sagen, nee, du bist noch nicht weg. Nee, so früh geht das noch nicht. 5, 2, na egal. Hauptsache angreifen. Dann machen wir einen Schwächungs-ein Knick, ich glaube nicht. So, da haben wir zumindest eine Heilungskarte und noch eine Heilungskarte. Gut. Dann hauen wir mal mit einem Lebensfunke mal schön Schaden rein. Los, Mimai. Oh, das hat er sogar abgeblockt. Okay, machen wir keinen Schwächungs. Dann nehmen wir mal eine Feuerkarte. Oh, was macht der denn jetzt? Irgendwas Spezielles, und zwar... Donnerwolke. Wir haben aber nichts gegen Gift. Okay, Killes, du wirst gleich geheilt. Nachdem du Shadow Schwarm gespielt hast, also Schattenschwarm. Aber hier kommen hier Bosse um Bosse, ey. Das ist schon genial. So, noch keine Schwächungsanzeichen. Da ist die Kamera. Gut. Ja, Kellis. Wir heilen erstmal Kellis. Das müsste etwas Anfang reichen. 180, ja. Doch. Oh, sie wird mal attackiert. Ja, ist ja schon alles. Gut, die Bossfights sind nicht ohne. Vielleicht sollte man irgendwann mal trainieren. Okay. Kellis kann gerade nichts machen. So, Gibari, schieß mal ein Foto. Und mehr kannst du nicht. Sehr schön, jetzt haben wir immerhin ein Foto. Okay, 6, 3, 1. Und da haben wir nochmal tanzendes Licht auf der Hand. Ist das nicht schön? Oh, ja, das gefällt mir. Zack. Angreifen. Ja, der Giftschaden, der ist jetzt nicht so hoch. Und Kellis kann immer noch nichts tun. Angreifen, angreifen. Und dann holen wir den Kristallsplitter raus. 99. Kristallsplitter. Bam, Alter. Das sieht schon geil aus. Okay, jetzt kann sie nichts mehr tun. Ah, okay. Oh je, jetzt sind sie alle vergiftet. Na super. Hervorragend. Eine Dunkelklinge, eine Kamera. Oh, dann kriegst du noch eine Wasserklinge. Sag nochmal Cheese. Genau, guckt man noch so grimmig. Finde ich super. Ein wunderschönes Foto geworden. Ja. Jetzt fallen mir die Karten aus, oder wie? So. Zack. Oh, da ist Heilungskarte. Dann müssen wir gleich schauen. Gibberry braucht eine Heilung, ne? Dance of Light. Er macht noch keinen Schwächungseindruck. Okay. Das ist eine Dreier-Kombo ein, finde ich super. Ja, Gibberry kann sowas gebrauchen. Da holen wir noch eine starke Karte raus. Bam. Und das war's. Oh, gut, der Kampf ist schon vorbei. Sweet victory. Na gut. Ein Donnerfisch war das. Was haben wir denn da Schönes? Druckwelle. Ein von Kellis beherrschender, windbasierender Abschlusszug. Von der Stufe 3, wie es aussieht. Das heißt, ich brauche 3 Karten. Von der Spitze seines Schwertes fährt eine Energiewelle in den Erdboden, die beim Auftreten um den Gegner herum explodiert. Dann kriegen wir noch ein Silberkettchen, einen Ausrüstungsgegenstand für Teller und Peace Cat. Ne,
Pisket. Auf jeden Fall eine Sternkarte Pisket. So, welchen dann noch nehmen wir? Wer lächelt schöner? Nehmen wir den ersten. That's a thunderfish. They were supposed to have died out ages ago. How did it get here? The world is coming unraveled at the seams, little by little. Is it because we broke that seal back at that spring in Sidal Sud? Unraveling? Broken seal? What are you talking about? We have to go back. King Latika needs to hear about this. Hey, hold on, you two. Ah, okay, ich kann mich bewegen. Ich möchte irgendwie gucken, wie komme ich denn jetzt da hinten hin? Komme ich hier rum? Weil da war definitiv noch eine Magnuskiste auf der Seite. Also sah man in der Cutscene, aber scheinbar, dass ich nicht da hinkomme. Gut. Dann halt nicht, dann haben wir das hier gelöst. So, bringt mir. Ach so, das ist dann auch weg. Gut. Ich dachte schon, nein, das kommt bestimmt ein Monster raus, ne? Ja, war ja klar. Ah! Das Vieh ist wieder da. Ach, den Frosch haben wir auch noch nicht als Foto, ne? Jetzt kriegt die unheimlich viele Karten. Ja, nee, ist klar. 1, 3, 4. Fire first! Fire first! Ich glaub das nicht. Fire first! Aber wir haben immer noch einen Giftschaden. Natürlich. Na egal, jetzt schlafen wir auch noch eine Runde. Ach, das geht sogar. Find ich ja nett. Ist das schon alles? So, wer pennt jetzt wieder? Oh, diese Viecher hassen wohl Gibberry. Die hassen ihn. Bestimmt. So, da muss er ausweichen. Genau. Weil alle gehen irgendwie auf ihn oder auf Kellis. 6, 3 und dann einen Lebensfunke reinknallen. So schnell wie möglich die besiegen. Und gucken, ob wir auch uns vom Gift heilen. Bam, Alter. Und der steht immer noch. Nicht mal angeknackst. Ne, doch. Ich wollte schon sagen. Ja, natürlich. Geh auf einen Wehrlosen drauf. Das macht ihr ja immer. Das macht ihr ja prima. Ah, schon wieder Kellis. Ich kann nichts machen. Hervorragend. Okay, Gibberry sieht schon sehr schwach aus. So. Zack, 4, 2, 1. Ja, das blockst du ab, weiße. Gibberry, zack, zack, zack. Du gehst drauf. Jetzt muss nur noch er drauf gehen. Aber da Jella nichts machen kann, müssen wir jetzt warten. Und auf wen gehst du? Ah, auf Kellis. Gut. Finde ich fair.
So, Killers, jetzt zeig mir, was du drauf hast. Machen wir nochmal ein Foto von ihm. Und dann setzt deine Schatten, dein Schattenschwarm frei. Chaos. Bam, Alter. Genau so muss es sein. Kriegen wir sogar noch ein bisschen Geld. Was will man mehr? Oh, jetzt. Was ist das denn? Zweige. Okay, nehmen wir mal lieber die Karte, die. Die kenne ich noch gar nicht. Den Frosch müssen wir noch holen. Haben wir irgendwie was? Nee, wir haben hier noch gefleckte Bananen. Ja. Alle sind vergiftet. Warte mal. Irgendeinen können wir doch den Rang erhöhen. Welcher war das denn? Mana-Stein. Ach, da, Kellers, genau. Das heißt, wir warten noch. Und das dauert wohl auch noch. Bis das hier entwickelt ist. Da, der Donnerfisch. Na super, da müssen wir hoffen. Wir haben aber nicht genug Heilungskarten, ne? Ach, der hat... Oh ne, falsche Seite. Die hat halt 3 Heilungskarten. Können noch versuchen, unser Gift zu heilen. Indem wir einfach mal... jetzt mal ein paar Abwehrdinger rausschmeißen und die reinschmeißen. Wofür brauchen wir Karten, die uns nichts bringen? Naja. Moment, ist die Ausrüstungskarte besser? Kopfschmerzen? Die hat bei Lähm Gift? Ich glaube, Gift und Lähm hat die mehr Werte. Egal, lassen wir das einfach mal. So, jetzt müssen wir hier auf ein Foto hoffen. Oh, direkt 3 Stück. Finde ich sehr schön. Und dann versuchen wir uns mal hier zu heilen. Und das Gift ist schon mal weg. 36%. Okay, wir greifen einfach mal an. Am besten wäre es, wenn wir mal uns verteilen können. Ich glaube, er geht jetzt drauf. Ja, wenn alle 3 auf ihn gehen, habe ich keine Chance mehr, irgendwas zu tun. So. Ich hoffe mal, keiner haut ab. So. Gift heilen. Ist das Gift denn jetzt weg wegen von Gibberry? Ah, sehr schön. Das fühlt sich doch schon besser. Nein, doch nicht flüchten. Und da ist eine Heilungskarte. Ich muss jetzt warten. Genau, heil dich. Heil dich, super. Okay. Immer noch nicht. Ich glaube, du kannst gewinnen. Oder du glaubst, dass du gewinnen kannst. Oder so ähnlich. Kellis. Da, Kellis. Naja, ich wollte einfach mal gucken, ob da noch was ist. So, jetzt will ich das einfach mal. Warte mal, das schmeißen wir raus. Ich warte jetzt, bis die Kamera kommt. Weil wir brauchen von denen ein Foto. Von denen haben wir noch kein Foto. Einen kleinen Schaden machen. So. Und natürlich, er flieht. Warum?
Warum tust du das mir jetzt an? Not bad. Bambusprosse, na super. Verwenden. Weizenkricker. Aber er ist immerhin von Gift geheilt. Finde ich super.